Nicht so hoch, ein bisschen tiefer dann. Ja, heuer haben wir ja die Mittenwalder Fingerhackler engagiert zum Maimaufstellen. Und ja, die haben einen riesen Spaß, sehen Sie. Gell? Heute Morgen um 11 sind sie gekommen, haben erstmal Weißwurstfrühstück gemacht und ein gescheites Bier. Und dann hinterher musste ich sie ein bisschen rausziehen aus dem Saal. Ich glaube, das hat ihnen ganz gut gefallen. Aber die machen das super. Also, die sehen ja die Singer mit. Die sind, glaube ich, alle auf Musikverein, wo dabei sind. Also, eine Riesenschau. Wie lang ist er? Wie groß? 18 Meter. Und was wiegt er? Ja, ich schätze mal so 2 Tonnen mit der Hand. Tradition noch, dass halt Leute vom Land, die kommen rein und freuen sich, wenn sie hinsitzen können, an Schisserschkirchen, an Moskier, dann singen die miteinander, dann stellen die miteinander den Maibaum auf. Ich finde das einfach eine schöne Tradition. Das gibt es eigentlich leider Gottes nicht mehr so oft. Aber Gott sei Dank gibt es da Leute, die da Verständnis dafür haben und das auch mitleben. Und sie sehen halt, trotz Regen haben wir, glaube ich, um die 1000 Leute hier drin.